So, Freunde, dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlehand. Ich habe ja, wie beim letzten Mal gesagt, mich bei Congregate angemeldet. Und ja, ich würde sagen, wir holen uns einfach mal die Belohnung ab. 100 Juwelen und 1000 Goldmünzen kriegen wir dafür. Vielen Dank. So, Kapitel 1, 7% abgeschlossen bisher. Herr Haldenthaler, was ist denn hier nochmal? Aber ich glaube, wir können gar keine rekrutieren, weil wir gar keinen Platz mehr haben, oder? Maximal Heldenstufe 4, aber wir können, glaube ich, immer nur 2 mit dabei haben mit dem Team. Aktuell auf Stufe 2. Ich weiß gar nicht mehr, wo man das hier sieht. Ich weiß gar nicht mehr. Inventar kann ich auch noch gar nicht klicken, weil ich noch gar keine Items gefunden habe. Shop. Gut, das war auch nicht gewesen. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt weiter mit der Mission. Erkunden wir Bree und Monty den Knollenwald. Schließt Spaß für 2 ab. Kriegen wir, oh, wir kriegen also wirklich 3 Euro Brees Luftruhen. Damit verbessert ihr, ah, okay, nice. Dann kriegen wir noch 3 Juwelen. Knollenwald, nur von 60. Ach du Scheiße. Wollt ihr mir ernsthaft sagen, dass jeder einzelne, ach du Kacke, hier sind so viele. Wow, okay, das ist ja krass. Knollenwald, alles klar. Ihr seht, was wir alles kriegen. Jeweils 3 gibt es hier, oder? 3 Sterne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind aber nur 30. Ach so, Elite gibt es auch noch. Okay, verstehe. Hier sind 60 Sterne insgesamt. Und zwar gibt es 10 Level. Und 10 Level kann man dann später auf Elite auch nochmal machen. Okay, dann schon ein Spaß für 2, würde ich sagen. Fangen wir mal an. Hier haben wir, ich glaube, das sind immer die Gegner, die hier sind. Hier haben wir Luft und Erde, hier haben wir Feuer und Erde, hier haben wir nur Erde, hier haben wir Luft und Erde. Also das sieht man halt besser, wenn man die Farbe da gesehen hat. Info. Besiege alle Gegner innerhalb von, okay, mit 50% HP müssen wir überleben. Und als mögliche Belohnung, mögliche Beute noch eine Monty Feuerrune. Nice. Ich glaube, das ist sowieso eine feste Beute. Okay, kämpft, Leute, kämpft. Bin ja gespannt, was hier kommt. Da war schon wieder Inhalte, wird heruntergeladen. Ätzend. Denkt nach Blitzbö und Kratzen. Ach, so heißen die Viecher, wa? Das sind die Fähigkeiten, die sie benutzen. Kratzen und Blitzbö auf. Okay, die gehen auf unterschiedliche. Glühender Stab. Ich würde sagen, wir werden einfach erstmal den Kratzen killen. 67, noch 28 HP übrig. Dann kommt ja beim Bodenfall noch hin. Kabam! Ah, da seht ihr übrigens die Monster, die... Oh, geschockt. Geschockt heißt paralysiert. Kann sich, glaube ich, nicht bewegen. Für eine Runde. Übler Pfeil. Oder doch? Okay. Schreckstab. Glühender Stab. Muss ich sowieso benutzen. Hätte sowieso sonst keinen anderen Sinn. Ah, über 50% HP habe ich und das Viech ist auch tot. Erdschaden. Kräutertee. Heilt sich selbst um 39 Lebenspunkte. Das ist aber nicht so toll. Ich brauche es eigentlich nicht, aber gut. Ach, kommt sowieso nicht dran. Alles klar. Und da kommt noch ein zweiter Kampf. Stimmt ja. Oh mein Gott. Habe ich ganz vergessen. Zaubergranate. Ach du Kacke. Kräutertee. Nee, möchte ich jetzt nicht. So, auf wen gehen die? Natürlich auf Monty. Wer auf wen sonst? Schild! Nimm ihn! Ja, fast das gesamte Schild zerstört. Messerscharf, Kräutertee könnte sich selber... Das ist nur auf sich selber, ne? Ja, heilt sich selbst. Ach, mies. Messerscharf bringt aber auch nicht so viel. Oh, stimmt, war fein. Aua. Ach, guck mal. Ah, der Schild. Achso, ich verstehe. Ich dachte, der Schild geht nur bis zu den HP. Aber nö. Aua, aua, aua. Ja, ich sollte mich jetzt mal selbst heilen. Um 43 HP. Das ist wichtig. Aber da kriegen wir leider keine Meteor-Prozent dazu, wenn wir es so heilen. Machen wir hier rauf. Und die Lichtbarriere auf Monty. Denn jetzt sollte eigentlich... Ne, immer noch nicht ganz. Vielleicht wird er angegriffen. Dann kriegt er den Meteor. Komm, greift ihn an. Ihr seid doof. Ah, ärgerlich. Wusch. Ich will den Feuerregen benutzen. Aua, der macht aber Schaden. Ach, leck mich. Okay, switchen kann ich hier gerade wieder nicht. Alles klar. Dann heilen wir uns mal. 12 Runden. Er kann ja jetzt endlich mal diesen scheiß Skill benutzen. Ich werde irre. Jetzt könnte ich den nämlich benutzen, den Skill. So, aber wir müssen jetzt schon immer instant diesen Skill. Bam!
Feuerschaden, 134, die arme Spinne. Töte 50 Monster, sammle 25 Bonuskarten und schieße Spaß für 2 ab. Die Mission aber fertig. Okay. Und 140, oh, einen Stufenaufstieg erhalten, sowohl er als auch sie, 5 Ruhm und bla bla bla. Noch so eine komische Bonuskarte. Stufenaufstieg, ja, vielen Dank dafür. Was kann ich damit Schönes machen? Erkunde mit Bree und Monty den Knollenwald. Brees Luftruhen haben wir fertig. Und dann können wir gleich mal Bree, ja, Fähigkeit freischalten. Zack. Trupp heilen, Dauer 5 Runden. Ich weiß nicht genau, aber wird schon passen so. So, dann können wir theoretisch noch für Gold unsere LP erhöhen. Stufe 3 von 4 und Stufe 2 von 4. Helden trainieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wir greifen da sozusagen vor. Wir kriegen Ruhm, kriegen wir auch als Erfahrung dafür. Oder wenn wir Gegner bekämpfen. Und jetzt können wir theoretisch den Helden trainieren. Und dann kriegt er genauso, glaube ich, diese Erfahrung. Ich will mir eigentlich ungern, aber wir trainieren jetzt hier mal. Ja. Heißt also, man sollte das wirklich nur im Notfall machen, wenn man in der Story nicht mehr weiterkommt. Weil diese HP, diese Erfahrung kriegt man ja sowieso. Durchs Kämpfen. 3 Juwelen, 53 Goldmünzen, vielen Dank. Feuerholz haben wir gleich noch. Dann schauen wir mal erstmal ganz kurz Kampfkarten, ob wir irgendwas aufrüsten können. Aber ich finde sie halt nicht ganz so coole Skills. Wo sehen wir eigentlich unsere Bonuskarten? Inventar auch nicht, Helden auch nicht. Sehen wir nirgendwo unsere Bonuskarten? Ne, hier steht unter Kampfkarten. Theoretisch, wenn man natürlich gleich auf die Karten auch verbessern klickt, logisch, aber na gut. Messerscharf verbessern. Na, hier haben wir einige. Bäm, Stufe 2. Stufe 3. Aber ne, maximaler Schaden wäre. Steht hier irgendwo? 101, na gut. Lassen wir erstmal so, bis wir nicht mehr weiterkommen, würde ich sagen. Nächste Mission, Dungeon 2, verbrannte Wälder. Da kriegen wir wieder eine Montys Luftrune. Nicht eine Montys Luftrune, sondern eine Breeze Luftrune. Kämpft. Gegen Feuer und Erde kämpfen wir diesmal. Da wäre es ja praktisch, also gegen Feuer habe ich ja einen Monty dabei, aber gegen Erde wäre halt irgendwie, gegen das andere wäre halt Wasser gut. Zaubergranate. Kratzen. Abprallpfeil. Ach, das ist auch ein... Ah ja, okay, verstehe. Auch ein AOE. Wieder 2 Kämpfe. Ich habe jetzt auf die Gewinnkondition nicht geachtet. Bam! Beide weggenatzt. Eine theoretische Zaubergranate. Baller mal hier rauf. Wie viel Schaden bei den Nähen? 18 Schaden, okay. Stumpfer Pfeil, Bodenpfeil. Natürlich beide auf Monty. Jetzt haben wir theoretisch heilende Eile mit 21% schon. Bam! Das ist auf jeden Fall schon mal tot nächste Runde. Ah, verdammt, hätte ich mal raufgucken sollen. Oh oh, der ist aggressiv. Ich gebe ihm mal ein Blasenschild. Wir schäden uns hier gegenseitig hoch. Aber er hat seine Fähigkeit doch eigentlich schon. Ja, Schwanzpeitsche. Monster-Eigenschaft. Okay, greift anscheinend gleich direkt irgendjemanden anderen an. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Eigentlich auch nicht so wichtig. Machen wir mal hier rauf. Der wird ihn sowieso jetzt töten. Ui! Warum auch immer einmal eine Karte nicht dazu bekommen hat. Guck mal, jetzt können wir theoretisch die ganze Zeit switchen. Um zu gucken, welche Fähigkeiten wir denn jetzt mit dieser Einheit haben. Hm, 59 für 3 Runden oder 53 für 3 Runden, oh, ist in Ordnung. Schreckhitze. Njung. Bam! 82 Feuerschaden sogar. Haben wir jetzt noch einen schönen Feuerzauber? Wie extra? Achso, oder er? Nee. Was ist denn das hier unten? Achso, Status-Effekte. Schild 3 von 5. Ah, okay. Kann man also noch sehen, wie viel Schild der noch Schild ist.
Oder wie viel von welchem Skill noch Schild ist? So, hier, zack. Und Rauchgeschoss. Bam! Feuerschaden 52. Ah, kurz vorm Meteor, das ist ja ärgerlich. Immun gegen Gift, alles klar. Nein! Ah, schade. Verstärken. Holt ihr neue Freunde rein, oder wie? 25 Schilder dazu bekommen durch Verstärken. Brennt noch 2 Runden Rauchgeschoss, alles klar. Dann würde ich sagen, benutzt bei dir selber mal einen Kräutertee, auch wenn es eigentlich nutzlos ist, aber egal. Bam! Feuerschaden 2 Millionen oder so. Na, 109. Ist ja fast das gleiche. Yeah, besiege alle Gegner und Abschluss innerhalb von 25 Runden. 14 Runden haben wir gebraucht und 50% verbleibende LP. Und wieder eine Laterne und Stinkekäse. Yay. Ja, und wenn wir jetzt nicht 3 Sterne unbedingt kriegen bei jeder Mission, ist das auch nicht so schlimm. Wir können die ja später nochmal neu machen. Wenn wir stärker geworden sind. Verstärkende Karten. Stufe Kampfkarten 2-mal hoch. Machen wir gleich mal. Und zwar. Na, hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen was stärker machen. Maximaler Schaden 37. Das ist aber pro Runde. Das wäre jetzt nicht schlecht. Kräutertier. Gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der Abprallpfeil 107 Schaden. Guck mal, sogar Chance auf kritische Treffer um 10% erhöht. Das ist schwer, hier irgendwie was zu finden, aber wir werden das mal verbessern. Sonst werden wir das normale. Oh. Ah ja, ich sehe, das ist ein 3-Sterne-Item. Das flammende Totem. Den werden wir normalen Kram erstmal reinballern. Auf Stufe 2 möchte ich das immer gerne bringen. Und einen Anker haben wir bekommen. Yay, dringe weiter in den Knollenwald vor. Schließe verwitterte Wurzeln ab. Gut, meine lieben Freunde, ich würde sagen, bevor wir das jetzt machen, machen wir ganz kurz eine kleine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder dann von Battlehand und bis dahin, ciao Leute, bye!